Hey, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Wild Rift Helden Spotlight. Heute schauen wir uns Singed an und Singed ist ein Tank, der wirklich sehr, sehr nervig ist. Man spielt ihn normalerweise auf der Solo Lane. Ich habe ihn jetzt auch schon als Supporter gesehen, empfehle ihn aber wie gesagt auf der Solo Lane. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei Singed passiver Fähigkeit bekommt ihr 20% Movement Speed für 2 Sekunden, wenn ihr durch einen Gegner durchläuft. Das bedeutet, wenn ihr durch mehrere Helden durchläuft, erhöht sich euer Movement Speed extrem. Ja? Schauen mal, ihr seht, ihr werdet super, super schnell. Ihr seid also ein guter Engager und ihr seid auf jeden Fall jemand, der super, super viel nervt. Die erste Fähigkeit macht einfach nur eine kleine Giftwolke, die hinter euch hinterherfliegt. Das sieht so aus. Ja, ihr seht jetzt so ein kleiner Giftstrahl und den zieht ihr einfach hinter euch hinterher. Das Ganze ist extrem gut, um zum Beispiel Leute zu zonen und verbunden. Ja, mit eurer Passiven seid ihr super schnell und könnt allen davonlaufen. Ja, ihr lauft zum Beispiel den Gegnern davon, sie versuchen euch zu chasen und sind gezwungen, durch dieses Gift durchzulaufen. Benutzt das Gift also, um auf jeden Fall Gegner wegzuzonen. Ihr seht, okay, die Gegner wollen gerade irgendwie den Tower pushen. Stellt euch hier kurz mal hin, macht eine kleine Wand aus Gift und das hilft auf jeden Fall, den Tower zu verteidigen. Bei der zweiten Fähigkeit von Singed wirft er so einen kleinen Schleimboden in die Ecke und slowt Gegner, die durch diesen Boden durchlaufen. Außerdem kommt dazu, dass die Gegner stuck sind. Ihr seht da grounded. Das bedeutet, sie können keine Movement-Effekte benutzen. Ja, wenn ihr da zum Beispiel jemanden reinwirft und der möchte gerade rausspringen in Ezreal oder so, kann er nicht benutzen. Ja, wirft es auf jeden Fall deswegen immer auf so Helden, die normalerweise gut wegkommen. Ja, und dann könnt ihr das natürlich schön mit eurer ersten Fähigkeit kombinieren. Macht euren Giftstrahl an, slowt hier alle weg und rennt einfach durch und seid einfach annoying. Bei Singed dritter Fähigkeit wirft er den Gegner nach hinten und das war es auch einfach schon. Ja. Ihr seht es hier, ihr wirft ihn einfach in euer Team mit rein. Ist sehr, sehr schön zum Engagen. Ihr rennt zum Beispiel auf den Gegner zu, ja, wollt ihn in euer Team werfen, zack, ist er weg. Super, super starke Fähigkeit. Diese Fähigkeit könnt ihr zudem mit eurer zweiten Ability kombinieren. Denn wenn ihr ein Ziel in ein Giftfeld reinwirft, ja, seht ihr, dann wird es gerootet. Das bedeutet, es wird nicht nur geslowt, ja, es kann sich nicht mehr bewegen. Extrem stark. Geht also davon aus, dass wenn ihr irgendwie den Engage macht, dass ihr auf den Gegner zuläuft, hinter euch zum Beispiel dieses Gift hinwirft und dann den Gegner in das Gift reinpackt, damit er zum Beispiel unter dem Tower, wie hier, gerootet ist und extra nochmal Schaden bekommt. Bei Singed ultimativer Fähigkeit bekommt er viele Stats, Ability Power, er bekommt Armor, nochmal mehr Movement Speed und Mana Regeneration. Und das ist ein kleiner Buff, den er sich selber gibt. Das Ganze sieht so aus. Ja, man sieht nicht viel, er läuft ein bisschen anders und kriegt dann diese positiven Effekte. Zusammen mit diesem Buff, seiner Passiven, einem Ghost, seiner Passive und allem drum und dran, ist Singed mit der schnellste Held im ganzen Game, den kaum jemand erreichen kann. Ja, ihr seht, er ist einfach enorm schnell und das ist auch das Schöne an ihm. Ja, ihr pusht zum Beispiel eine Wave aus, ihr seid am Split-Pushen, alle Gegner laufen zu euch runter. Und was macht ihr? Ihr rennt durch die Gegner durch, macht euer Ghost an und seid in 2 Sekunden wieder in eurer Base. Overall ist Singed also ein extrem starker Solo-Laner, den man nicht unbedingt als Supporter spielen sollte, aber auf jeden Fall kann. Ihr seid nervig, ihr macht zwar keinen super starken Burst-Damage, aber in einem Teamfight und auch in einem Gegnerteam seid ihr einfach extrem annoying. Das war mein Helden-Spotlight zu Singed. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Sub da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.